Was geht ab, ihr stinkenden Stinker? Wir schauen uns heute 8 echte Paare an, die eine verrückte Beziehung führen. Wenn es euch gefällt, lasst mir mal einen Daumen hoch, dann schaffen wir 555 Likes. Und falls ihr neu seid, ihr kennt den Hasen, lasst ein Abo da, denn sonst stinkt ihr wie immer nach aggressivsten Ziegenkäse. Let's go, Baby! Liebe ist vieles, aber vor allem eins, vielseitig. Denn die Liebe hat bekanntlich viele Gesichter. Aus diesem Grund wollen wir euch im heutigen Video einige der skurrilsten Gesichter der Liebe zeigen. Okay. Denn heute geht es um echte Paare, die absolut verrückte Beziehungen führen. Okay. Mit dabei sind unter anderem gigantische körperliche Unterschiede sowie historisch einmalige Beziehungen. Mhm. Aber auch Paare, deren Lifestyle verrückter ist als aus jedem Hollywood-Film. Es wird also sehr abgefahren und auch ein bisschen romantisch. Deshalb bleibt unbedingt... Ach, solange es ein bisschen romantisch wird, dann sind wir zufrieden. Jetzt ist die Marquee Army glücklich. Denk dran, hier bei Wissenswert. Check Wissenswert ab. Auf Nummer 8 beginnen wir mit einer Beziehung, die auf den ersten Blick nicht nur extrem verrückt, sondern auch gar nicht erlaubt aussieht, aber trotzdem ganz legal ist. Im Mittelpunkt steht dabei ein brasilianischer Mann namens Arthur O. Urso, der auf dem Papier ganz normal und seit vielen Jahren glücklich mit seiner Frau Luana verheiratet ist. Neben seiner offiziellen Ehefrau Luana hat Arthur O. Urso, der in Brasilien übrigens als Model arbeitet, allerdings noch 7 weitere feste Freundinnen. Der ist mit 8 Frauen zusammen. Mit 8. Mit denen er sich regelmäßig trifft und auch intim verkehrt. Wer jetzt jedoch denkt, dass Arthur seiner Frau regelmäßig fremd geht, liegt weit daneben. Tatsächlich ist diese polyamoröse Beziehung auf den Wunsch von beiden hin entstanden. So wählt das Paar sogar gemeinsam aus, wer in den Kreis der festen Freundinnen mit aufgenommen wird. Hä, aber ist sie dann auch mit denen zusammen oder nur er? Weil, also, ich bin jetzt schon so, das Video geht eine Minute. Wir sind eine Minute drin. Ich bin verwirrt. Ich habe so viele Fragen. Laut Arthur war es am Anfang zwar schwer, sich die Namen aller seiner 8 Lebensgefährtinnen zu merken. Ach, solange es nur das ist, Alter. Solange es nur das Name ist, ja alles gut, Alter. Wenn der Rest einfach war, dann easy peasy. Hauptsache Name, ne? Mittlerweile ist dies für ihn und seine Frau jedoch laut eigener Aussage die perfekte Form von Liebesbeziehung. Ja. Neben all der Liebe gibt es jedoch auch einen großen Nachteil an dieser Konstellation. Okay, Im und zwar? Im Internet werden die 8 immer wieder Opfer von Hassnachrichten und Angriffen. Davon lassen sie sich jedoch nicht unterkriegen und leben weiterhin in einer der einmaligsten Beziehungen der Welt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von solchen polygamen Beziehungen haltet. Wir sind gespannt. Das ist halt so ein bisschen so erst so dieser brasilianische Dan Bilzerian oder was, Alter. So, ey, aber kein Hate, ne? Die sollen machen, was sie wollen, wenn sie glücklich sind. Das ist mir sowas von egal. Also Hass ist immer die falsche Lösung, Leute. Immer, immer, immer. Selbst wenn ihr sagt, hey, ich persönlich finde das doof, könnt ihr sagen, aber den zu hassen oder zu beleidigen oder sowas, das geht natürlich nicht. Auf der Nummer 7 machen wir weiter mit Monica Hart und ihrem Ehemann John aus den USA. Was geht, John? Auch diese beiden wirken auf den ersten Blick wie ein ganz normales Ehepaar, das zusammen durchs Leben schreitet. Ja. Allerdings hat Monica eine Sicht auf die Liebe, die wohl nur die wenigsten Frauen mit ihr teilen und die dafür sorgte, dass sie sich ganz genau diesen Ehemann ausgesucht hat. Okay. Und zwar möchte sie um jeden Preis, dass ihr Mann jeden einzelnen Schritt und jede Entscheidung ihres Lebens überwacht, beziehungsweise für sie trifft. Wieso? Wieso will man das? Wieso will man das? Wieso will man das? Wieso will man das? Und wieso will man der Typ sein, der einer Frau alles sagt? Wieso? Dabei verlangt Monica Hart von ihrem Mann förmlich, dass er sie ohne Pause kontrolliert. So wählt er nicht nur unter anderem jeden Tag ihre Klamotten für sie aus, er entscheidet außerdem, was sie isst, was sie in ihrer Freizeit tut und mit wem sie sich trifft. Sie sagt außerdem, dass sie ein traditionelles Frauenbild bevorzugt und deshalb auch nicht zur Arbeit geht, sondern sich ganz altmodisch um den Haushalt und die Wäsche kümmert. Laut ihr Leben macht doch dann gar keinen Spaß, wenn ihr sich nicht mal ihre eigenen Freunde aussucht. Also ich habe so viele Fragen, ich check's nicht. In ihrer eigenen Aussage steht Monica halt ausschließlich auf extrem dominante Männer, was ihr in ihrem Freundeskreis schon einiges an Kritik eingebracht hat. Viele können nicht verstehen, wie sie komplett fremdbestimmt leben kann und warum sie nie eine Entscheidung alleine treffen möchte. Für sie scheint das jedoch der perfekte Weg zu sein, ihre Ehe zu führen.
Digga, wenn es für sie perfekt ist, soll sie machen, Bruder, aber was zum Teufel, Alter, das ist doch, was ist das für ein Leben, Alter, so, man hat selber Bock jetzt zum Beispiel Netflix zu gucken, aber du wirst nichts sagen und entscheiden und dann sagt dein Freund auf einmal, du gehst jetzt raus und machst 5 Purzelbäume, du sagst, geil, Alter, das ist es, das ist mein Leben. Weiter geht's mit einem Paar, das ebenfalls gerne in Traditionen lebt, dabei aber sogar noch weiter geht als Monika und ihr Mann. Während die meisten Menschen nämlich froh sind, dass wir uns in einem modernen Zeitalter befinden, leben Sarah und Gabriel Chrisman aus Washington genau wie vor 220 Jahren. Oha. Sie selbst bezeichnen sich als viktorianisches Paar, was bedeutet, dass sie ihren kompletten Alltag so gestalten wie Anfang des 19. Jahrhunderts. Ach krass. Was auf den ersten Blick leicht abstrus klingt, stellt sich auf den zweiten als Lebensstil heraus, von dem die meisten von uns vermutlich komplett überfordert wären. Das hat übel Swag. Alter, die zwei, die haben durchgespielt. So zu leben wie vor 220 Jahren bedeutet nämlich nicht nur, dass man komplett auf digitale Technologien wie Computer oder Smartphones verzichtet, sondern auch, dass man mit Öllampen heizt oder mit altmodischen Riesenfahrrädern fährt. Wie darüber heftig! Darüber hinaus kleiden sich Sarah und Gabriel 1:1 wie in der viktorianischen Zeit und versuchen auch, den klassischen britischen Dialekt von damals zu übernehmen. Sehr cool. Unglaublicherweise zieht sich die radikal historische Lebensweise der beiden sogar bis in ihr Berufsleben. Und zwar arbeitet Sarah als Schriftstellerin und Gabriel als Bibliothekar. Geil. Dass sie ausgerechnet diese Berufe ergriffen haben, ist natürlich kein Zufall, da sie so zum großen Teil genau so arbeiten können wie die Menschen in der viktorianischen Hammergeil. Zeit. Das fühle ich, Digga. Die machen einfach ihr Ding. Die haben Bock drauf, wie im 19. Jahrhundert zu leben und die machen es einfach. Und ey, das ist Respekt, ne? Also das ist nicht leicht. Auch, also ich weiß gar nicht, wie das mit Essen und hier und da und Einkaufen. Also sehr, sehr crazy. Auf der 5 machen wir mit einem Paar weiter, für das alles zählt, aber nicht das Alter. Der Altersunterschied zwischen Cheryl und Curran liegt nämlich bei unglaublichen 37 Jahren. Aber das wirklich Kuriose kommt erst noch. In diesem Fall ist nämlich, wenn der Altersunterschied bei 37 Jahren liegt, dann heißt das, als sie 37 war, ist er gerade auf die Welt gekommen. Dicker. Das heißt, als sie 18 war, gab es die nicht mal. Ah ja, aber jeder soll machen, was er will, ne? Nicht der Mann, der Ältere, sondern die Frau. Mit Anfang 20 fing der mittlerweile 24-jährige Brite Curran an, mit einem Familienmitglied der 61-jährigen Cheryl zusammenzuarbeiten. Krass. Über diesen Kontakt lernte er dann seine spätere Freundin kennen und sie verliebten sich Stück für Stück ineinander. Zwar mussten sich die beiden gerade am Anfang ihrer Beziehung immer wieder seltsame Blicke in der Nachbarschaft aussetzen, nach einiger Zeit beschlossen sie allerdings, mit ihrer Liebe in die Offensive zu gehen. Und zwar über ein Medium, das dafür auf den ersten Blick ebenfalls sehr unerwartet aussieht. Nämlich TikTok. Bruder, Beste, was sie machen können, Instant Aufmerksamkeit, Bro. Das ist so skurril oder so außergewöhnlich, dass die so krass virale Reichweite bekommen. Safe, Alter. Die beiden luden immer mehr Videos aus ihrem gemeinsamen Leben auf der Plattform hoch und machten damit vielen Menschen und ungewöhnlichen Paaren Mut, die in einer ähnlichen Situation sind. Mittlerweile sind sie jedoch weitaus mehr als ein Paar. Die Online-Kanäle bei TikTok und Instagram wurden so erfolgreich. Ja, schau, 3,5 Millionen Follower. Digga, free. Das ist free. Wenn du sowas hast, klingt jetzt voll dumm, aber wenn du sowas hast und auf TikTok gehst, das geht viral, Bruder, du hast ausgesorgt dein ganzes Leben. Also die beste Entscheidung, was die beiden machen hätten können, ist zusammenzukommen. Ist einfach so. Dass Cheryl und Curran aktuell über 3,5 Millionen Menschen folgen und die beiden zu kleinen Internetstars geworden sind. Wenn das nicht mal ein interessanter Nebeneffekt dieser Beziehung ist. Also sehr, sehr crazy. Wie gesagt, man, für mich juckt das nicht. Jeder soll machen, was er will, Alter. Und wenn jemand meint, er will eine Frau haben, die 37 Jahre älter ist als er, dann soll das machen. Ist mir egal. Der tut mir ja nichts, wisst ihr, wie ich meine? So. Als nächstes kommen wir wieder zu einer moralisch unproblematischen Beziehung, die aber ebenso einmalig ist. Und zwar der Ehe von Chloe Lustett und ihrem Mann James. Das Besondere an der Beziehung dieser beiden ist ein Weltrekord, den ihnen vermutlich so schnell niemand wegnehmen wird. Okay. Und zwar dem höchsten Größenunterschied eines Ehepaares, bei dem der Mann der kleinere ist. Während Chloe mit 1,63 Meter sogar relativ klein ist, leidet James unter einer Wachstumsstörung.
Wachstumsstörung, weshalb er nur 1,09 Meter misst. Boah, crazy. Der Unterschied von 54 Zentimetern hält die beiden jedoch nicht davon ab, eine glückliche Ehe eigenem Nachwuchs zu führen. Was Diese ein Macher. Diese Beziehung zeigt, dass es in der Liebe nicht nur auf äußere Merkmale ankommt, sondern gerade die inneren Werte oft am wichtigsten sind. Weiter geht es mit einem Ehepaar, das zeigt, dass auch die verschiedensten Berufe in der Liebe zusammenkommen können. Die Rede ist dabei von Katie und Rob aus den USA, deren Alltag nicht unterschiedlicher aussehen könnte. Okay. Während Katie nämlich... Ich habe so ein Gefühl, dass einer von beiden... Naja. ...ganz normal als Kindergärtnerin arbeitet, geht Rob einem Beruf nach, bei dem man auf den ersten Blick nicht vermutet, dass er ein Privatleben mit nur einer Frau zulässt. Rob ist nämlich nicht nur erfolgreicher Darsteller für Erwachsenenfilme, sondern auch als Erotikguru und Model auf aktiv. Als er jedoch seine heutige Frau Katie übers Internet kennenlernte, war ihm laut eigener Aussage klar, dass er privat nur noch mit ihr verkehren will. Privat? Beruflich nicht. Nur privat. Beruflich nicht. Ah, Digga, das ist was. Oh, Mann, Alter, das ist, also, werde ich nie verstehen, Mann. Das ist, ja, jedem natürlich auch wieder das Seine, aber Broski. Wenn du mit einer Frau dann zusammen bist, Mann, dann musst du auch entweder diesen Beruf mit ihr zusammen ausüben, finde ich persönlich, oder du tust halt dann den Beruf schmeißen und mach was anderes. Wisst ihr, wie ich meine? So, das ist, also, ganz weird. Bereits nach 6 Wochen Dating stellte Rob die entscheidende Frage. Ja, natürlich. Und Katie sagte unmittelbar ja. Natürlich, nach 6 Wochen heiraten ist ja noch entspannter, Hase, Schmackofazzi. Zwar sind laut Katie einige ihrer Freunde nach wie vor skeptisch, da sie in Robs Beruf einen Freifahrtschein zum Fremdgehen sehen. Für Katie scheint dies jedoch absolut kein Problem zu sein. Boah, krass. Ey, ich komme gar nicht drauf klar. Also, ich kann es euch nicht erklären. Das ist, also, check ich nicht. Und macht keinen Sinn für mich. Jeden Tag mit ihrem Ehemann. Macht keinen Sinn für mich. Last but not least kommen wir auf der 1 nun zu einer Frau namens Coralie, okay, die in einer besonderen Statistik den Durchschnitt stark nach oben ziehen dürfte. Okay. Die Rede ist vom Bodycount, also der Anzahl der intimen Partner. Davon hatte Coralie in ihrem Leben nämlich weit mehr als 1500. Bruder, das ist ein Schlachtfeld. Das ist ein Schlachtfeld. Broski, das ist ein Schlachtfeld. Viele davon als festen Freund, andere als schnelles Vergnügen. Dass sie damit vermutlich mehr Beziehungen in ihrem Leben hatte als 99,9% der Erdbevölkerung, hat jedoch einen ernsten Hintergrund. Coralie leidet nämlich unter Nymphomanie, auch Hypersexualität, was mittlerweile nicht nur als offizielle psychische Krankheit wie Alkoholismus anerkannt wurde, sondern auch dafür sorgt, dass sie sich nicht auf Dauer auf einen Partner einlassen kann. Okay, crazy. Immer wieder sucht sie den Kick in neuen Beziehungen und geht dabei an ihre körperlichen Grenzen. Okay, das ist natürlich crazy. Also sie hat quasi eine Sucht danach und dann ist es was anderes. Das ist dann schon eine Krankheit dahinter. Das ist jetzt nicht so, ey, yo, ich will 1500 Bodycount haben, sondern das ist halt, da steckt was dahinter. Wisst ihr, wie ich meine? Dann ist es ein ganz anderer Blickwinkel, weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, yo, ich will halt ein Schlachtfeld werden, Digga. Dann sollen sie es machen. Ist ja jedem das seine, Bro. Meins wäre es nicht. Aber also, sehr, sehr crazy Video. Sehr skurriles Video, Mann. Zu einigen Sachen kann ich gefühlt gar nicht sagen, Alter. Das ist so crazy, Mann. Wenn es euch aber gefallen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt Wissenswert ab. An der Stelle gehen wir raus, Alter. Super seltsam. Super seltsam.